Ideen, die findet man entweder einfach nur daneben oder man ist total begeistert. Dazwischen gibt's nichts. Mal sehen, was Sie von folgendem neuen Gastronomiekonzept halten. In Würselen gibt es seit neuestem ein Café für Menschen und Hunde. Da ist nicht nur Herrchen, sondern auch der Vierbeinerkönig. Wenn Sie also mal Lust haben, mit Ihrem Hund nett einen Kaffee trinken und Hundekekse knabbern wollen, das ist die Adresse. Dieser Hund hat Stil. Salis sitzt gepflegt auf dem Sofa im neuen Hundecafé, während Frauchen die Speisekarte für ihn studiert. Zwischendurch knabbert der irische Wolfshund genüsslich an seinen Thunfisch-Petersilienkeksen. Dass er dabei vom Tisch frisst, daran stört sich sein Frauchen nicht. Er ist kein Gourmet, auf keinen Fall. Ne? Auf keinen Fall. Aber also eigentlich ist er alles. Aber ich finde, das hört sich auch fürs Herrchen und fürs Frauchen gut an, dass man ihm dann ein bisschen Thunfisch-Petersilienkeks mit Buttermilch verpasst. Das finde ich ganz toll. Toll findet es offensichtlich auch Salis. Kekse und Kaffee. Denn wo sonst darf sich ein Hund so ungeniert benehmen, ohne anzuecken? Jeder neue Gast wird hier persönlich begrüßt. Quasi von Vierbeiner zu Vierbeiner. Andrea Malmedier hat dieses Café in Würselen für Hund und Herrchen eröffnet. Ihr Terrier Lumpi muss aus der Spielecke zusehen, wie die anderen Hunde eine Portion Kekse nach der anderen serviert bekommen. Pech für Lumpi. Also am Anfang, komm mal her, Mönche. Fängt er jetzt an, ein wenig gegen die anderen Hunde, so den Hausherrn rauszulassen. Und da nun mal die Gäste, Hunde vorgehen, muss er dann schon mal ins Spielzimmer ein bisschen zurückstecken. Aber ich denke mal, nach einer Weile wird sich das schon wieder geben und dann darf er auch wieder komplett mit rumtollen. Weil Frauchen keinen Nachschub bestellt, versucht Salis sein Glück am Nebentisch. Gesunde Leber-Rosmarinkekse, hergestellt in einer Aachener Spezialbäckerei. Da wird der größte Hund schwach. Ich finde es super, weil mit so einem großen Hund kann man kaum in ein Restaurant oder ein Café gehen, ohne dass der den halben Laden für sich beansprucht. Und hier kann er spielen mit vielen anderen Hunden und ich kann meinen Kaffee trinken mit Freunden. Denn hier ist man unter sich und findet schnell Kontakt zu Gleichgesinnten. Ein Mischling oder? Ein französischer Schäferhund. Oh, ich kenne belgischen und deutschen, aber französischen. Nach den Keksen darf sich der Hund entspannen. Jetzt wird der Hundbesitzer versorgt. Das Essen darf allerdings nicht hier im Café zubereitet werden. Alle Nahrungsmittel kommen da verpackt an und werden erst da hinten geöffnet und dann dem Gast serviert, um einfach die Hygiene zu gewährleisten. Man muss es halt mögen, diese Nähe zwischen Mensch und Hund. Ob die das auch zu Hause dürfen, Hundekekse auf dem Sofa?